Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Mario Galaxy. Heute mit hoffentlich endlich mal Bowser Battle. Ja, im letzten Part haben wir ja allein 15 Minuten für einen Stern gebraucht, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, allgemein war ich ein bisschen angepisst und sowas und es hat alles nicht so funktioniert. Aber heute wollen wir den Bowser plätten und ich hoffe endlich mal, dass es auch funktioniert. Da der jetzt ansteht. Okay, der Komet ist wirklich noch nicht da. Bam, 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 bam. Dunkle Materiefabrik. Wundert mich ein bisschen, dass der noch gar nicht da ist. Na gut. Muss er ja auch nicht. Bam. Die Pläne des Koopa-Königs. Ah, jetzt wieder mit der coolen Musik. Die sollte jetzt wieder kommen, hoffe ich. Oh Gott, Leute, das wird lustig. Das war nicht so einfach. Aber kriegen wir schon hin. Ba, ba, ba. Die Mucke ist so cool. Ba. Ba, da, 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 da. Oh. Was war das denn, Mann? Hoppala! Ja, das ging ja schnell. So kann man auch einen Abgang machen. Am besten auch gleich zu Anfang. Wir haben nicht so viel Leben. Ja. Natürlich hochgradig peinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Game Over oder so hinlege. Aber naja. Würde ich mir sogar zutrauen. So, blödes Viech, jetzt verschwinde mal. Erstmal. So. Jetzt hat's geklappt. So. Jetzt beginnt hier schon der Spaß mit lustiger Gravitationsänderung. Wow. Man muss aufpassen, Leute. So, hier rauf. Und darauf. Und am besten gleich hier rein. Weil sich die Schwerkraft jetzt wieder ändert. Die wollte ich nochmal mitnehmen. Und hier rauf. So. Okay, da ist ein Geheimgang. Alles klar. Wow, Kamera. Sei doch nicht so kacke. Ganz viele Münzen. Toll. Bringt viel, ne? Wow. Ist das... Jetzt mach doch einen Hechtsprung. Ist das, was die Welt braucht? Bada. Zack. Ach ja. Dürfen wir heute wieder dagegen... Dürfen wir heute wieder gegen Bowser battlen? Letztes Mal war es ja Bowser Junior. So, ich bin ja gleich mal sehr gespannt, wenn wir gleich den Boss fertig haben, weil... ich sag mal so, um zum Endboss zu kommen des Spiels... Wow, da darf ich nicht reinfallen. Ey! Was? Ich war doch... Ich war doch mal sowas von rechts daneben. Ich habe ja ein Leben eingesammelt. Ja, dann dürfen wir nämlich schon zum Endboss kommen tatsächlich, weil mit 60 Sternen kann man das schon. Kann man schon zum Boss. Das müsste ja schon hier nachkommen. Eigentlich. Und eigentlich bekommt man halt so eine... Warum gehe ich eigentlich hier rauf? Das ist doch extra Challenge. Eigentlich bekommt man halt so eine extra Warnung. So, so, so. Wie sage ich das? Kommt halt so eine Anzeige, wie viele Sterne noch... Was? Scheiß Schwerkraft, das konnte ich doch jetzt nicht wissen. Oh. Alter. Ja, ich gehe noch Game Over, Leute. Hey, das... Warte mal, das Leben, aber da komme ich nicht ran, ne? Aber doch. Hier unten kann ich ja stehen. Na? Okay. Toll. Na toll. Oh. Ey, was ist das wieder für eine Kacke? Kann ich schon mal kotzen bei. Toll.
Was ist hier los? Nur für so ein blödes Leben jetzt, ne? Mann, Mann, Mann. Cooler Move, Mario. Hat dir nichts gebracht. Aber muss er ja auch nicht. YOLO. Jao, genau, dann fängt natürlich das Spiel an zu laggen. Was auch sonst. Okay, ist auch ein Leben. Gott, dass ich nochmal Leben sammeln muss, ey. Das hätte ich auch nicht gedacht. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, da kommt eigentlich halt so ein Zähler, der sagt, wie viele Sterne noch fehlen, bis man zum Boss kommt. Und ja, weil wir schon über 60 haben, dürfte dieser Counter gar nicht kommen. Ja, ist natürlich Pech. Dann seht ihr den leider nicht, aber naja. Ist dann halt so. Aber muss wohl auch mal sein. Wow, noch erwischt. Cool. Kann ich hier hin? Könnte mal heimlich das Leben sammeln. Hier hin. Damit ich gleich dahin falle, nach rechts. Ergibt Sinn, ne? Mario. Warum tust du das? So, achso, dann muss ich auf die Seite. Zack. Und dann auf die andere. Muss ich auf die Seite, dann auf die andere, dann auf die andere, dann wieder auf die Seite. Mann, wo denn? Wuhu! Und bloß nicht da oben aus Versehen reinlanden. Das wäre hammer ärgerlich. Zack. Und da. Meine Fresse. Du machst mir jetzt hier... Tschüss! Der macht mir jetzt keine Probleme mehr. Hoffe ich. Da nehme ich keinen Bock drauf. So! Kommt jetzt schon unser Kumpel Bowser. Nimm die Treppe hier. Die ist auf einmal erschienen. Warum auch nicht? Oh, Bowser. Ich spüre dich doch schon wieder. Du Fettsack. Oder auch nicht? Okay. Kommt gar kein Lauf wie letztes Mal. Das nämlich mit Bällen bespuckt. Schmeiß Fliege. Bist du auch schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Aber hier nicht der Nasen als mein Erzfeind. Und natürlich wieder das gleiche Prinzip. Hoppala, war ein bisschen früh gesprungen. Warum auch nicht? Oh, er hat einen neuen Trick. Sollen wir mal? Nee. Jetzt macht den bestimmt. Genau. Bam! Du Idiot. Bam! Und Bam! Macht er gleich die ganzen. Oh, das ist eine Münze. Ich will sie leben. Oh mein Gott. Fapp, 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 fapp. Ich wollte nicht Fapp sagen. Ah. Oh! Da habe ich außersehen keine Rückwärtsseite gemacht, so wie es eigentlich war. Wow. Au! Mama! Das war zu viel. Dann mache ich schon meinen Spinning-Move nochmal und... Nee, doch nicht. Los! Zack, reichte. Na, herrlich. Bams! Und ich treffe ihn nochmal. Zack! Jetzt wäre wieder schön, wie seine Spikes dann kurz eingefahren sind. Seine Stachel. Finde ich lustig. Hochgradig amüsant. Okay, wo ist die Münze gelandet? Ich hätte sie ganz gerne. Da ist sie und sie verschwindet vorher. Naja, das wäre so schön gewesen. Alter, was ist denn los mit dem? Dreht heute komplett durch. Los. Na toll. Das war nicht gut. So, boah, noch gerade drüber gesprungen. Na, das war doch cool. Und sag Tschüss! Oh, nochmal. Sag Tschüss! Ach, Bowser.
Du bist wahrlich würdig, mein Helfer zu sein. Das habe ich schon mal gesagt, aber egal. Doch genug des Lobs. Werden wir uns hier amüsieren, schreitet mein Plan seiner Vollendung entgegen. Jammer, schade. Puff. Und der nächste große Powerstern gehört uns. Und kommen damit schon in, ja, die oberen Stockwerke. Ich muss ja immer wieder sagen, dass das Design der Sterne echt cool aussieht. So dieses Spiegelnde und so. Sehr cool. Warum haben die Sterne nicht Augen? Naja. Mach nix. Marios Blick ist wieder total cool. So, Rosalina. Dann mach mal unser Sternschiff startklar für die oberen Stockwerke. Das wird sehr cool. Ab da wird es richtig schön anspruchsvoll. Das grüne Rohr funktioniert. Oder so ähnlich. Badabababa. Galaxie komplett. Wow, Münzen, Galaxien. Alles voll. So, und da sehen wir schon, Leute, da unten. Da unten ist auch eine neue. Es ist tatsächlich, wie ich mir dachte. So. Wir haben herausgefunden, wo die kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu seinen Füßen. Einer. Ach, ein Stern fehlt noch. Nee, oder? Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen eines Ziels nötig ist. Wenn du Powersterne zurückholst, nimm diese Zahl ab. Und wenn sie auf Null sinkt, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Leute! Man braucht 60! Ah, wollte gerade sagen. Die Kraft der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternschiff. Bling! Yeah! Endlich ist die Zeit gekommen. Hat ja auch viel zu lange gedauert. Gehst du zu deinem Universum, mit dem kostbaren Mensch wartet? Nein, natürlich nicht. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Wir werden natürlich erstmal alle anderen Sterne machen. Ja, Peach kann warten. Die ist bei Bowser bestimmt in guten... Was ich auch nicht. Händen. Und, ja. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und ich habe eben auf der Karte gesehen, dass der Komet erschienen ist. Im Schlafzimmer, da machen wir erstmal den. Aber, der war rot. Das heißt, es ist ein Risikokomet. Was für ein Boss war denn da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh. Nee, roter Komet. Nee. Roter Komet war. Doch, oder? Nee, roter Komet war auf Zeit. Roter Komet war auf Zeit. Genau. Und wenn wir hier auf Zeit erledigen, nicht diesen Bonusstern, bitte. Wobei die Zeitsterne eigentlich nie so ein Problem waren. Jenseits des Treibsands, das war, glaube ich, der erste Stern. Na, den krieg ich doch hin. Mann. Oha. Oh, der. Okay. Ah, ich glaube, das war nicht so schwer. Glaube ich. Hoffe ich. Let's go. 4,5 Minuten. Ich habe mich doch schon über 15 Minuten bei dem einen Stern aufgeregt. Und da habe ich mich nun echt einfach nur blöd angestellt. Aber. Moment. Bam! Es wäre schön, wenn man mehrere auf einmal treffen würde. So wie gerade. Zack. Nehmen wir die Weg zur Kuhle. Juhu. Ach ja, mit Gomeluma müssen wir auch noch füttern, ne? Genau. Das heißt, wir werden wirklich dann erst im nächsten Part die neuen Galaxien entdecken können. Aua, an der Kante. Als ob. Und die ganzen Sternteile hier sammeln. Hier sind doch so viele, Mann, ey. Oh Gott, weil ich mich fast verschluckt. War da Ratten? Nee. Dachratter wäre ein Koopa gewesen. Panzer. Ja, ich sag Koopa. Alle sagen immer Koopa. Ja? Kannst du meinetwegen auch sagen, aber ich sag Koopa. Ich weiß selber nicht, warum. Bam. Okay.
War jetzt natürlich nicht so produktiv gerade, weil ich recht wenig gesammelt habe, aber hey. Mach doch nichts. Nein! Ah, okay. Und rum. Ja, jetzt muss ich eh auf die andere Seite. Toll. Nein, nee. Da muss ich wohl noch mal rum, Mario. Spack doch nicht so ab, Mann. Wo muss ich denn bloß hin, Mann? Hier muss ich hin. Zieh dich ran. Zack. So. Ne, wir gehen wieder den Weg. Ich glaube, der grüne scheint echt ein Bonusweg zu sein, weil da ja eine Röhre war. Und das ist natürlich sehr unangebracht bei so einem Zeitstern. 200 Minuten noch für diesen Rotz hier. Sollte kein Problem sein. Das Einzige, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe, ist, dass ich verrecke. Weil dann müssen wir alles nochmal machen. Das ist eigentlich das Einzige, was hier passieren kann. Oh, guck mal, die Tornados sind weg. Das ist ja richtig freundlich. Boah, das ist gefährlich eigentlich hier. Hoppala. Das ist echt gefährlich hier. Longjumps zu machen, weil man echt an der Kante hängen bleiben kann. Also ranklatschen kann und dann voll tot. Aber da kann man auch nicht irgendwie cheaterhaft hin, ne? Dass man so sagen kann, yo. Ich mache jetzt einfach ein paar Rückwärtsseite und dann komme ich da an. Das Spiel spürt, wenn ich sterbe oder die TV-Karte und fängt das Laggen genau dann an. Das ist ja auch mal interessant. So, wir haben es gleich. Ah, ich glaube, ich weiß, warum hier so viele Sternteile sind. Ach so, weiß. Ich glaube, ich weiß warum. Einfach damit man, ja, ein Leben kriegt, falls man verkacken sollte. So, und da hat es gemeint. Gut, die Zeit stellt kein Problem dar. Ach komm, auch das hier nicht. Ist doch total easy. War doch wirklich kein Problem, oder? Da, da, das war doch einfach. Bam. So. Mal wieder eine blöde Zeit, in der ich jetzt aufhöre. Ja. Und da fertig sind. 18,5 Minuten. Da schafft man keinen Stern und es ist frühzeitig beendet. Das ist wieder so kacke. Naja. Aber gehört dazu. Nein, ich möchte nur nicht speichern. Wir gehen raus. Leute, wir haben das Schlafzimmer jetzt quasi abgeschlossen. Ja, die Bonussterne fehlen natürlich noch, aber das kommt später. Wir füttern schon mal das Vieh hier. Es wollte 800 haben, wenn ich mich nicht irre. Genau. Geben wir es dem auch. Friss und stirb. Ich finde, es sieht witzig aus, wenn man rechts zu diese Sternteile anguckt. Wie da reinfliegen. Das war's mit Maros voll. Dann wollen wir es mal wieder töten. Und jetzt müsste die Höhenverlies-Galaxie kommen. Wenn ich mich nicht irre. Blablabla. Weiß man jetzt natürlich noch nicht, aber... Naja. Das werden wir dann im nächsten Part betreten. Ich kann mir kurz was überprüfen. Ob was so funktioniert, wie ich glaube. Da, 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 da. Wow. Wenn ich mir jetzt mal hier die Liste angucke... kann ich, glaube ich, sehen, welche das ist, ne? Hier sind die Challenge-Dinger. Nee. Hier wäre das. Oh, ist ja fies. Und hier die ganzen vom nächsten Raum. Ach, ist das schön. Und da fehlt dann noch eins, was wir später erforschen. Fischtunnel. Ach, Fischtunnel war das. Ah! Doch nicht die Höhenverlies. Ich habe auch irgendwie so Höhenverlies. Ach, oder war das ein anderer? Keine Ahnung. Hier haben wir eine Liste. Wie der grüne Stern echt immer so ein Bonusstern ist quasi. Hier in den Hauptgalaxien, die gar nicht mal so viele sind, kommt dann noch ein Stern jeweils dazu. Haben wir die ganzen Ein-Stern-Galaxien. Zusammen mit großen Sternen. Sterntor kommt auch noch einer dazu. Das dauert auch nicht mehr lange. Oder haben wir das schon? Nee, haben wir glaube ich noch nicht. Fischtunnel, den erforschen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann hätten wir es auch. Also Leute, die Challenge kommt dann irgendwann mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Mario Galaxy wieder. Wenn wir den Bonusstern machen und dann auch die oberen Stockwerke erkunden. Also den Maschinenraum. Das wird cool. Tschüss.